trust is hope. Ich muss schon wieder mähen, hat eben doch ersehen. Jetzt ist das Gras doch hier schon wieder so hoch. Trust is hope. Doch wir tun drüber lachen und unsere Witze machen, solange mehr sich noch dreht, solange hier unser Gras noch steht. Das Gras ist hoch! Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute Abend Frühling, Pflanzen, Feiertage, 3F. Ja, ich weiß, jetzt fangen sie am Gröbeln, weil in Frühling ist ja kein F drin. Man überlegt, dann wird das mit V geschrieben oder PH. Was machst du bei Wörtern, wo zweifelhaft ist, wie Frühlingspflanzen? Ne? Ich hatte es genau umgekehrt gemacht. Ne? Hauptsache, beide sind drin. Ne, und der Frühling lässt ja dieses Jahr auf sich warten. Man sagt, es ist dieses Jahr alles spät. Kommt immer drauf an, wie alles fällt. Ne? So wie Karneval fällt, fällt auch Ostern. Ne? Und dieses Jahr fällt alles spät, der Frühling lässt auf sich warten und ich lasse dann auch ja an der Rasenmäher auf sich warten. Ihr kennt das ja, wenn man nach dem Winter dann rausguckt, da sagt man, der Jachten, als wenn der ganze Winter weg gewesen wäre. Das Gras, der Heck und die sind dann noch gewachsen, ne? Und dann beruhigt man sich selber. Man sagt, es ist ja noch viel zu früh. Es ist ja noch viel zu kalt. Und dann fängt in der Nachbarschaft ein Tuppes an das Gras zu schneiden. Und da sagen die Frauen, ja, Josef, da musst du auch rauf. Sonst werden wir bemult, ne? Und dann stehst du dann und mähst im strömenden Regen das Gras. Ne? Die Pflanzen sind da anders, sie sind intuitiver. Ne? Die Pflanzen verlassen sich auf ihre Triebe. Ne? Die schlagen dann aus, die Bäume zum Beispiel. Ne? Die Bäume gehören zur Gruppe der Gehölze. Die Feiertage, wir haben ja Frühling, Pflanzen, Feiertage, gehören weder zur Gruppe der Bäume noch zu den Gehölzen. Ne? Da kommst aber vom Hölzchen auf Stöckchen. Ne? Das ist, weil es bei den Pflanzen um die Triebe geht. Ne? Bei uns Menschen. Und am umtriebigsten ist im Frühling der Rasen. Ne? Da geht es hoch her, wenn du dem nicht rechtzeitig schneidest. Ne? Und erstmal musst du ja säen und vor dem Säen, da geht es auch heute drum, um Säen und Sähen. Und mähen. Jetzt sagen einige, wäre ich doch zu Hause geblieben. Ne? Aber das Wort kommt nur auf eine Buchstabe an. Wenn andere säen, wie wir säen. Ne, und bei den Schafen gibt es mähen und mähen. Ne, das ist eine Intelligenztest, wenn der Schäfer sagt, mäht mal. Ja. Ich glaube, ihr seid zu intelligent für unser. Für die Stimmung sind Dövere besser, ne? Ne, wenn der Schäfer sagt, mäht mal, die intelligenten Schafe fangen an zu mähen und die Doofen machen mäh. Ne, dafür ist ein Schaf aber noch lang kein Mähmaschine, ne? Und das ist ja dann auch so, du musst dann zuerst platt machen, bevor du säst. Ne? Da bist du abends platt, wie Platte vom Blatt machen bist. Ne? Und dann, und könnt ruhig lachen, ist kein Problem. Und dann musst du vor allen Dingen düngen. Ne?
Da gibt es ja so verschiedene Sorten. Und ihr kennt ja Blaukorn, ne? Die Alkoholiker unter euch wissen, das ist kein Schnapsdünger, ne? Und die Gärtner wissen, das ist ein Alleskönner. Mit Blaukorn kannst du alles düngen, außer Apfelbäume, die düngst du mit Apfelkorn. Ne? Könnt ihr euch an die Session noch erinnern? Ne? Hier. Birnen, Apfelkorn. Birnen, Apfelkorn. Birnen, Apfelkorn. Ein Schluck und der Apfelkorn ist weg. Jawohl, das kennen wir noch, ne? Und auch die zweite Strophe, wenn man schon fünf getrunken hatte, ne? Birnen, Apfelkorn. Denn beliebt war das Getränk vor allem bei den Wirten. Wenn du davon fünf oder sechs getrunken hast, klebt es an der Theke fest. Konntest du nicht mehr nach Hause hier, ne? Und jeder schimpfte, das Sauzeug, da kriege ich Kopfschmerzen von. Gib mir noch einen, ne? Das sind immer so Modegetränke. Apfelkorn, Bessengeneva, Pepino Peach, ne? Meistens so süß und süffig, ne? Früher auch Asbach, ne? Wir hatten früher eine Runde mit sechs Männern, ne? Fünf tranken Bier und einer, der trank Asbach, der musste fahren, ne? Und das hatte ich meine Nachbar gesagt, ich sag, wenn du einen Apfelbaum pflanzt, dann musst du Apfelkorn dran schütten, ne? Hatte da fünf Flaschen dran geschüttet, ne? Der Baum ist nicht gewachsen, der hat doch Korn in die Flinte geschmissen, ne? Und wenn ich euch meinen Nachbar so schildern soll, der hört immer und überall das Gras wachsen, ne? Jetzt hatte der eingesät, ne? Da kam dann eine halbe Stunde ganz enttäuscht, sagte, es ist noch ja nichts gewachsen. Ich glaube, das Gras ist kaputt, ne? Ich sage nur, hör, über Tag ist es ja viel zu laut, da kannst du ja nicht wachsen, hör. Wir gehen heute Nacht uns zusammen hören. Ne? Und da habe ich ihm von meinem Doktor Stethoskop gegeben, damit er hört, was er sieht, ne? Und ein Taschenlamm, damit er sieht, was er hört. Ne? Da sind wir dann über das Gras, ne? Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist in der Nachbarschaft. Ne? Bei uns ist das so, ich meine immer, unsere Nachbarin hätte einen Bewegungsmelder. Wenn sich bei uns was tut, die hängt sofort in die Fenster. Ne? Wir waren unten im Yachten am Hören, ne? Am Gucken, da sagt sie, Hilfe, Einbrecher, da will einer der Rasen klauen. Der kommt nicht raus, ne? So, wenn ich Rasen wäre und du lesen die Fenster, käme ich auch nicht raus. Ne, und nach den diversen Hysterieausbrüchen, ne, nächtlichen Wachstumsstörungen und Eskapaden, bin ich dann in das Yachtencenter gefahren. Ne, ich denke, du lässt dich jetzt fachmännisch beraten und da fährst du extra für nach Köln. Da sind größere Yachtencenter, weil da müssen ja die Wiesenflächen ausgestellt sein. Ne? Hat gestern keiner kapiert. Ne? Ne, das ist aber, wie ich dann geguckt habe, die hatten kein Rasenflächen, die hatten nicht Rasentüten. Ne? Und trotzdem war das die kleinste Abteilung, da war aber auch die längste Schlange. Ne? Ich denke, das erfordert schon besondere Beratung, so eine Rasen. Ich wusste ja nicht, wie viel wir über den Rasen wissen müssen und umgekehrt, wie viel der Rasen über uns wissen muss. Ne, da kam so eine Graskoordinator, ne? Sagte, welchen Rasen möchten Sie, Herr Beckers? Ich denke, der kennt dich, sonst hätte ich gesagt, ich wollte es mal mit grünem versuchen. Er sagt, da muss ich anders fragen, was machen Sie auf dem Rasen?
Sag, das ist meine Privatfähre, ne? Sag, ich kann Ihnen aber sagen, wir machen nie auf den Rasen, ne? Wir haben Klöhe, ne? Nein, sagte, ich muss wissen, wie wird der Rasen strapaziert? Da sag ich, meine Frau liegt schon im Liegestuhl, da drückt sie ein bisschen rein, ne? Ja, bei mir auch, ne? Die Kinder spielen Fußball, ne? Ja, sagt, da müssen wir mal gucken, welche Sorte wir nehmen. Möchten Sie Weidengras, Lolium perenne oder Wiesenrispe, Pua patensis? Oder wollen Sie Fischzucca arundinacea? Ich sage aber ohne Fritten. Ne? Ich denke, wenn der so klugscheißerisch tut, das kannst du auch. Ich sage, Sie müssen bedenken, ich habe einen 18-Loch-Rasen. Sagt der Golf? Ne, ich sage, Maulwürfe. Ne, und dann sagte, Sie müssen auch dran denken, dass Sie den Rasen sprengen, sonst tut er das nicht. So, wenn er das nicht tut, sprenge ich hier das Ding, ne? Nein, sagt er, Sie kennen ja die alte Petrus-Regel, ne? Tust du den Garten sprengen oder gießen, lässt Petrus anschließend Rehen fließen. So ist es ja auch, ne? Sprengst du nem oder gießen, rechne du dann schließen. Sprengst du nem nicht, rechne du dann nicht, ne? Ich meine immer, Petrus, der lässt dann oben im Himmel und amüsierte sich über uns. Und wer mit seinen Freunden am Grillen, ne? Fisch, ne? Petrus, ne? Sagt meine Frau, was hat Petrus denn mit Fisch zu tun? Er sagt, ich weiß das denn nicht, der war doch früher Fischer. Wie sagt sie, war der nicht immer Papst? Ich sag, der war doch früher Jünger. Er sagt, das war ich auch. Ich sag, das waren doch 12 Jünger. Sagt, das kann nicht sein. Einer muss älter gewesen. Und was sagst du dann, wenn du länger verheiratet bist? Da hast du recht. Das bringt ja doch nichts, ne? Einige lachen, die anderen sind mit dem Partner hier, ne? Nein, der hatte mich aber gut beraten, ne? Der hatte mich bei der Rasensorte so gut beraten, das wuchs so, das sah aus wie eine Schilflandschaft nachher. Nein, dann hatte der gesagt, der sagte, hören Sie mal, machen Sie Sport? Ja, sag ich, ich guck samstags Fußball, ne? Nein, sagte ich, mein Kraftsport, Workout, ja, sag ich, wollte ich nächsten Monat mal gucken, ne? Er sagte, ich habe hier ein Angebot für Sie, 2-in-1, 2-in-1, Rasen und Rasenmäher. Ne? Und das war so eine Spindelmäher, eine Handmäher. Ne? Spindelmäher heißt der ja, weil du davon spindeldürr wirst. Ne? Wenn du damit mähst, wie man bei uns sagt, das geht in die Arme. Ne? Die Übungen kannst du noch variieren, ne? Wenn du der Fangkorb dazu nimmst und dehnst die Übungen auch. Nein. Und dann kriegst du da Beschwerden von und wir bringen die ja bei uns immer in Verbindung mit einer Tätigkeit oder einem Jähenstand. Wir sagen dann morgens, ich habe den der Rücken von der Yacht. Oder ich habe den der Arme von der Gras. Ne? Und dann sagst du dann noch, kannst du mir jetzt oben aus der Schrank einen Tass geben? Ich habe das Gras gemäht. Sagt meine Frau, da gibst du mir eine Teller von unten, ich hab die Blumen gegossen. Ja, das sind so die sprachlichen Missverständnisse. Ne? Meine Frau war jetzt beim Doktor und hat gesagt, ich hab doch Zucker zu hoch. Ne? Hat er gesagt, da müssen Sie Ihr Höckerchen vor der Küchenschrank stellen. Ne? Ah, der ist jetzt auch hinten angekommen, ne?
Denn ich hatte aber nachher satt mit der Spindelmäher, das war mir zu anstrengend. Ne? Ich benutze den jetzt nur noch vorne vor der Nachbar. Ne? Wenn ich richtig mähe, hinten habe ich einen Elektrorasenmäher. Ne? Aber das sind ja andere Probleme, das kennt ihr ja, wenn man nach dem Winter die Käbel rausholt. Ne? Wer hat das so weggetan? Du hast gesagt, du wolltest ihn nach den dunklen Monaten ordnen. Die Monate sind wieder hell, ne? Und dann ist das ja so, wenn du was bewusst vermeiden willst, passiert das. Ne, du fährst dann ganz am Schluss ins Flott über der Kabel, ne? Und weil das dann am Schluss ist, wirst du leichtsinnig, ne? Da sagst du dann, ich bin über das Kabel gefahren, bring mir ein Pflaster, bitte. Oder ein Stückchen Tesafilm, ne? Oder weißt du was, halt das ins Kurz so. Und ehe du überhaupt am Mähen fängst, ne? Guckst du alles ab, dass nichts so reinkommt. Praktisch Halm für Halm. Ne? Und dann fängst du an zu mähen und auf einmal, ne? Oma, du hast doch die Zähne gesucht, ne? Ich glaube, ich hab sie, ne? Und noch schlimmer ist ja beim Rasen das Kantenschneiden, ne? Randschneiden. Dafür gibt es die Handschere. Und da siehst du schon an der Bewegung, wo der nächste Tag wehtut. Ne? Vor allem, wenn dann noch einer kommt und sagt, wie ist es noch? Ne? Und dann gibt es so elektrische Geräte. Ich sage mal laienhaft, da flitscht so Drähtchen rund. Ne? Da flitscht der Rand weg. Ne? Da darf nur nichts drin kommen. Da muss bei mir ein Steinchen drin gekommen sein. Ne? Ich hätte bald der Hund von der Nachbar erschossen. Der lag da so und da ging das Steinchen zack bei dem an der Kopf vorbei. Ne? Und wenn ich jetzt den Randschneider anmache, der liegt ja so in der Jacht. Mir war das aber real, weil der kam immer bei uns an den Heck gucken. Ne? Oder ich muss es Englisch sagen, kacken. Ne? Und ich meine, wir haben sonst mit den Nachbarn ein gutes Verhältnis. Ne? Und ich habe dann, als das mit dem Elektrorasenmäher nicht funktionierte, habe ich künstliche Intelligenz zu Rate gezogen. Ein Rasenroboter, kennt ihr den? Das ist praktisch wie ein Thermomix für Gras. Der mäht den Rasen, holt Brötchen, ne? Bringt die Zeitungen rein. Ne? Dem kannst du einprogrammieren. Sprüche, Codes. Ich hatte eine Liebeserklärung einprogrammiert. Mähe Wiese und nicht Feld bei der schönsten Frau der Welt. Guck morgens mit meiner Frau das Fenster raus, ist so wie es bei der Nachbarin gemäht. Da sagst du, das ist ein Roboter, der sagt die Wahrheit. Ne? Wobei er hat eigentlich recht, wenn er das so einschätzt. Ne? Wir haben mit den Nachbarn ein gutes Verhältnis und Sie kennen das ja, wenn man über den Nachbarn spricht. Das wichtigste Wort ist eigentlich. Die sind eigentlich nett. Er geht, ne? Aber sie? Besser wäre, wenn sie ging, ne? Und sie ist auch gegangen, ne? Die erste Frau, die ist ihm weggelaufen, ne? Wir sagen immer, der lernte Ordnungszahlen. Der wohnt auf der ersten Etage, hat die zweite Frau und die dritten Zähne, ne? Die erste Frau ist abgehauen, aber ich glaube, das war ein Missverständnis. Ne? Der hatte zu der gesagt, hören Sie in der Bank Geld für den Urlaub holen. Der hatte aber nicht gesagt, komm mal wieder zurück. Ich will auch mitfahren. Ne?
Die ist jetzt 3 Jahre weg, ich glaube nicht, dass die noch zurückkommt. Ne? Und er hat aber jetzt eine wirklich hübsche Frau. Ne? Also ich sage es mal in der Baumsprache, ne? Das ist eine Auenweide. Ne? Die erste, das war mehr eine Trauerweide. Ne? Aber jetzt die, also wenn die im Sommer im Bikini auf der Liegestuhl liegt, ne? Wir hatten da vorher ein Meierchen. Ne? Da habe ich mir jetzt einen Jägerzaun hingemacht. Ich weiß auch jetzt, warum das Jägerzaun heißt. Ne? Aber nachher wurde es mir doch ein bisschen zu offen. Ne? Ich habe dann da so ein kleines Heck hingesetzt. Ne? Und das kann ich euch sagen, also wenn die Frau im Sommer draußen ist, das ist der bestgeschnittenste Heck bei uns in der Gegend. Ne, vorhin Sonntag hatte der Hegget wieder nötig. Ne? Habe ich mich die Leiter von der Nachbar ausgeliehen, ne? Habe mich dann oben hingestellt und habe uns geguckt. Die saßen dahinter und waren Kuchen am Essen. Ne? Ich wollte uns gucken, was die für Kuchen haben. Und da habe ich das Gleichgewicht verloren. Ne? Da bin ich zuerst durch den Kuchen, ne? Dann durch den Tisch durch, ne? Und dann bin ich auf einmal selbst auf der Erde gefallen. Ne? Wie ich da lag, setzte zu mir, möchten Sie ein Stück Boden? So, davon habe ich genug. Ne? Er sagt, so kommen Sie, ich schneide uns 2 Stückchen Schokoladenkuchen ab. Ne? Die haben wir dann auf der Erde sitzend gegessen. Ne? Ich war erst in den Dreck gefallen, dann die Schokolade. Ne? Ausziehen, alles ausziehen. Das war nicht meine Nachbarin, das war meine Frau, wie ich nach Hause kam. Ne? Die hat mich angebrüllt, so wurden wir früher angeschrien, wenn wir nach Hause vom Spielen kamen. Kennt ihr das noch? Uns Kindern hat man ja auch früher gesagt, mach da raus, mach da raus, kommt spielen. Ne? Wenn das heute Kind sagt, dann nimmt sie einen Anwalt. Ne? Nein, wir Christen, ihr sagt, macht euch nicht dreckig, wenn ihr in der Yachten seid. Ne? Das war ja einfach, die Beete waren ja alle laminiert. Ne? Und dann ging die Tür auf und dann sagten die Mütter wie meine Frau, ne? Bleib da stehen, wo du stehst, alles ausziehen. Ne? Und da wurde sie mit so einer Kerze abgespritzt. Ich weiß noch, der Dreckigste war immer meine Vetter und der hieß er noch Reinhold. Ne? Ja, Drecksack wollten sie ihn nicht nennen. Da wäre gemobbt worden, ne? Sagt man heute, gemobbt, ne? Aber mit 2 B, ne? Früher sagte man Mob mit 2 P, ne? Gehen uns mit der Mob durch, ne? Oder man sagte, wir kriegen gleich Besuch, gehen uns feucht durch die Küche. Ich sag nichts. Lass es so stehen, ne? Denn meine Frau hatte dann den Ärger mit der Wäsche. Früher war das ja noch ein größer Drama mit der Wäsche, ne? Da sagte sie, ich habe heute weiße, morgen die bunte, ne? Übermorgen die Leibwäsche, ne? Kennt man heute ja nicht mehr so Feinripp, Unterhemden und Hosen, ne? Das musste dann alles schön sauber gewaschen werden. Das war ein richtiges Drama, ne? Da musstest du alles ausziehen hier, siehst du? Aber ich gehe jetzt schon gut, ja. Und das war ja auch früher mit der Wäsche ein größeres Drama. Früher war das doch schlimmer, wenn du was versäutest, ne?
Könnt ihr euch noch erinnern, früher sonntagsnachmittags lag der Jute Deck auf, ne? Ganz weiß und gestärkt, ne? Die Hemden waren auch gestärkt, das sagst du unseren Vätern immer. Auch wenn sie neue Hemden krachen, ne? Sind alle Nadeln raus? Aua! Ja, ich glaube, ich habe einen vergessen, ne? Und dann saß er sonntags am Tisch und da stand auf die weiße Tischdecke eine Reis mit Kirsch, ne? Ja, wenn du dir da nicht versäutest, ne? Und wenn dir das passierte, meine Mutter schimpfte nicht laut, die sagte dann, ich bin enttäuscht von dir. Und da hat so die Porzellankaffeekannen mit die Schnöd vorne dran, ne? Mit so einem Schaumstofftropfen. Das klappte immer, bis es auf der Deck war, ne? Und das war bei der Wäsche Drama. Das ist doch in der Werbung, in der Wäschewerbung, Waschmittelwerbung der 60er, 70er, noch 80er Jahre. Ne? Der schlimmste Fehler, den du begehen konntest, war, wenn du Lenore vergessen hat. Da schlief bei ihr Töchterchen eine Freundin, die war so 6, 7 Jahre alt. Ne? Dann zog die das Nachthemd an, ach, das kratzt aber. Ging in das Bett und sagt, die Wäsche ist auch nicht aprilfrisch. Ja, ich sag, wir haben ja erst Ende März. Ne? Und dann ging das nach seiner Mutter und sagte, Mama, die Kerstin sagt, das Nachthemd kratzt und die Bettwäsche ist nicht frisch. Ne? Dann wollte die Mutter sich erst erschießen. Ne? Und dann überlegte die und sagte, ich habe doch alles richtig gemacht. Wirklich? Ja, wenn du kein Lenore benutzt hast, hat er eine neben dir laufen, ne? Ich hab doch einen Weichspüler benutzt. Hast du wirklich Lenore genommen? Ach, scheiße, das habe ich vergessen, ne? Und dann kam die Wendung, ne? Und ich hab Lenore genommen. Dann wurde das Mädchen wieder zum Schlafen eingeladen, ne? Zog das Nachthemd an, ach, wie eine Blütenwiese. Ließ sich in den Plümo fallen und floh von Köln nach Wesseling. Ne? Wobei, das Wort Plümo kennen die heute ja nicht mehr. Ne? Jetzt kam ein Schüler zu spät, der hatte verschlafen. Ist er was, noch unterm Plümo? Ne, sagte, mach mal vor, ist ja einschläfern lassen. Nennet ja so ja früher eine Hymne an den Weichspüler. Lavendel, Oleander, Jasmin, und das Beste war Ariel, ne? Nicht nur sauber, sondern nein. Das vergessen wir nie mehr. Das hat uns eine Frau beigebracht in einer weißen Verkehrspolizistenuniform. Die war 1 Meter hoch, 1 Meter breit und 1 Meter tief. Dafür hieß sie Clementine, sonst hätte die Banane geheißen. Meine Jaber-Leute in der Werbung, die konnte ich nicht ausstehen. Ne? Kennt ihr noch den Frau Sommer? Die arbeitete ja bei Jakobs. Ne? Und die hatte so die Locke nach außen gedreht, mit in den Stab. Das hatte sie Ende der 70er sah aus wie ein Dachrinnen. Ne? So. Und dann lud die sich überall ungefragt auf der Kaffee ein. Wie mein Schwägerin, ne? Trank an den Tassen und sagte, dem Kaffee fehlt das ganze Aroma. Soll jeder bei dich Kaffee trinken? Sagt sie, das ist eine Krönung. Ich sage, das kann man wohl sagen.
Und dann der weiße Riese. Ne? Seine Waschkraft macht ihn so ergiebig. Ne? Und das war keine Werbung, das war ein wissenschaftlicher Test. Ne? Da traten zwei Städte gegeneinander an, Kerpen und Köln. Ne? Und Kerpen wusch mit dem Waschmittel, das hieß Driss. Ne? Damit kriegst du nur eine Leine von Köln bis Bonn. Ne? Und Köln wusch mit der weißen Riese. Ne? In Kerpen sagten sie, bei euch sieht das aus, als wenn er mit Driss gewaschen hätte. Denn der weiße Riese wusch eine Leine von Köln bis Hannover. Ne? Und das stimmte auch so. Ne? Und da roch es auch an der Wäsche. Und ich muss heute noch sagen, das habe ich richtig tief drin. Egal, ob das Fernell, Perwoll, Persil, Dasch oder Omo war. Ne? Wenn ich an die Wäsche roch, kriegte ich Frühlingsgefühle. Ne? Das haben wir früher Romantik, ne? Goethes Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Ne? Goethes Osterspaziergang, Faust 1. Ne? Wenn der teilende Schüler sagt, dann sagt er, was ist das denn? Fuck you, Goethe 3. Und wenn du heute zu einem Mädchen sagen würdest, darf ich um ihre Hand anhalten, ja, dann würde ich sagen, was mache ich mit dem Rest, Alter? Und am schönsten und romantischsten ist immer noch Eduard Mörike, er ist's. Ne? Kennen einige bestimmt noch. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch! Von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen. Ne? Und das habe ich wirklich mal in der 9. Klasse zur Interpretation gestellt. Ne? Und 9. Klasse kennt ihr ja, sozialer Brennpunkt. Ne? Die Schüler sind 15, 16, 17, 18 Jahre alt. Nein, die schrieben dann in seinem Gedicht Er ist's, beschreibt der amerikanische Dichter Ed Hewitt Miracle eine Person, die er namentlich nicht nennt. Er umschreibt sie mit dem Begriff Er ist's. Solche Wendungen sind uns nur aus dem Versteckspiel bekannt, in Sätzen wie Ich binse, du bisse, er isse. Wie du sie noch nicht warst, war ich sie. Es wird nur klargestellt, dass es sich um einen Fan von Schalke 04 handelt. Zitat, blaues Band. Ne? Es kommt zu einer Schlägerei mit Fans von Borussia Dortmund. Verletzungen, Zitat, Feilchen. Der Täter kommt in Untersuchungshaft, ich zitiere, dich habe ich vernommen. Das Ende des Gedichts bleibt offen, ich habe es aber gejuhlt. Unter www, ich weiß nicht, wie es aussieht, weißt du es, de. Ne? Doch steht, dass es zu einem Happy End kommt, der Frühling ist später ausgebrochen. Dankeschön. Und Sie kennen es ja, der Frühling bricht in jedem Alter aus. Ne? Es gibt der erste, aber auch der zweite und dritte Frühling, das ist altersunabhängig. Ne? Man verliert den Verstand. Ne? Ich habe das mal, heute ist das ja so, man verliebt sich nicht mehr auf den ersten Blick, sondern auf den ersten Klick. Ne? Das ist also so eine Partnerbörse, habe ich mich mal angemeldet. Aber nicht bei Parship, weil zu shippen hatte ich ja schon was. Ich war bei Elite-Partner. Und da hatte ich als Profil eingegeben, jung geblieben noch mit 50ern. Ne?
Was gibt es denn da zu lachen? Ich habe doch ein rheinisches Pseudonym gewählt, Josef Schmitz, ne? Sucht gleichgesinnte Partnerin, Treffpunkt Sonntag am Entenweiher, Futter bringe ich mit, Enten sind da, ne? Und ich war überrascht über die Resonanz, ne? Wie ich sonntags an der Weiher kam, saß auf jede Bank ein Frau, ne? Und man ist überrascht, ich war richtig nervös, obwohl ich ja wusste, war gefaked, also vorgetäuscht, nachgemacht. Ne? Ich hatte Herzklopfen wie bei der ersten Rendezvous. Ne? Und es kam auch wirklich zu einem Date. Ne? Und es war ein Blind Date. Ne? Ich hatte die Brille vergessen. Guten Hallo. Ich heiße Josef, in Bayern Sepp, in Italien Giuseppe. Wie heißen Sie denn in Bayern? Gretel. Na ja, besser wie Schneewittchen. Dann hätten Sie ja schon 7 Zwerge, ne? Da brauchten Sie mich ja nicht, ne? Haben Sie ein Hobby? Ja, ich trinke morgens Kaffee. Oh, wie aufregend. Mit Milch. Süß bin ich selbst. Das ist aber ein neuer Witz, den habe ich noch nie gehört. Den müssen Sie mal meinem Mann erzählen, der da vorne kommt. Ich glaube, Sie sitzen auf der falschen Bank. Ihre Angebetete sitzt eine Bank weiter. Die hat auch dasselbe Hobby wie Sie. Die packt gerade die Thermoskanne aus. Ich denke, jetzt musst du anders rangehen, ne? Oh Gott. Weißt du, was mein größter Traum wäre? Hier blüht bald der weiße Flieder und du allein im weißen Mieder. Und weißt du, was mein größter Albtraum wäre? Hier blühen bald die Heckenrosen und du in lange Unterhose. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, was für ein Lied kommt, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Ne? Wir singen das aber nasaler so als Allergiehymne. Ne? Wenn der weiße Flieder wieder blüht, gehen mich die Pollen aufs Gemüt. Denn die Mücken schießen, muss ich immer niesen, könnte auf den weißen Flieder schießen, blühen alle Bäume. Dann mag meine Nase nur Ahoi. Schnupfen ist beschissen, könnt es ruhig missen, wenn der weiße Flieder wieder. Und wenn der weiße Flieder wieder blüht, fangen auch die Brückentare an. Ne? Sagt man heute Brückentare. Früher hieß das langes oder verlängertes Wochenende. Ne? Sag euch ein Beispiel, Christi Himmelfahrt und von Leichnam fallen auf einen Donnerstag. Wenn du dann der Freitag freinimmst, hast du bis Sonntag ein Brück. Wenn du das geschickt liest, brauchst du die ganze Mai nicht mehr zur Arbeit. Schwieriger wird der Rosenmontag, Ostermontag und Pfingstmontag. Die fallen bald immer auf einen Montag. Aber wenn du den Dienstag danach frei kriegst, hast du den Sonntag davor frei.
und es fängt an mit der 1. Mai. Ne? Das ist ja der Tag der Arbeit, der 1. Mai. Eigentlich aus der Arbeiterbewegung hervorgegangen, aber da arbeitet halt fast keiner mehr. Nur noch lebensnotwendige Berufe, Ärzte und Kellner. Ne? Und das ist ja eigentlich der Tag, wo du deiner Angebeteten die Liebe erklärst. Durch einen Maibaum zum Beispiel. Ne? Durch so einen abgeschnittenen Birkenbaum. Ne? Ich kannte das ja. Wir sind ein paar Jahre mit ein paar Jungen zugegangen. Ich kannte das anfangs ja nicht. Ne? Ich sagte dann, da wird ein Birkenbaum geschlagen nachts. Ja, sag schon dann kommt da Krepp drin. Da muss ich bis morgen noch backen. Ne? Ich bin aber nur ein paar Mal mitgegangen, weil ich hatte am nächsten Tag von den Birken immer Kopfschmerzen. Ne? Wenn du bei Birken 2 Flaschen Schnaps trankst, ne, kriegst du Kopfschmerzen. Ne? Oder man hängt so ein Maiherz hin, auch aus Krepppapier. Ne? Und da kommt dann, das ist hier nicht, da kommt noch so ein Band drüber, so ein Spruchband, ein transparent, ich liebe dich oder für immer dein, ne? Nur nicht in Dankbarkeit. Ne? Das sehe ich halt noch. Bei uns war einer aus dem Gesangsverein gestorben. Ne? Der Vorsitzende hielt am offenen Grab eine Rede und sagte, Josef, wir nehmen dankbar von dir Abschied. Da fällt einem immer der alte Totenwächterwitz ein. Ne? Kennt ihr ja, da ist der Sarisch daneben der Totenwächter nachts. Ne? Das ist so langweilig, macht der Totenwächter sich ein Zigarette an. Ne? Geht der Deckel auf, kommt eine Stimme raus, Totenwächter rauchen nicht. Nimmt es in den Hammer und Tote quatschen nicht. Kommen noch die Namen drin, ne, wie die Mädchen heute heißen, Jennifer, Dustin oder sowas. Ne? Jennifer ist ja die Abkürzung für Jenny vor der Tür, wenn ein Mann kommt. Ne? Und ich wollte aber eine französische Liebeserklärung, ich denke, das wirkt internationaler. Ne? Ich wollte schreiben, du bist mon chéri. Ne? Da hatte ich einen Cognac beigetrunken, hatte ich eine Süßigkeit vergessen. Dann habe ich geschrieben, du bist mein Schokobon. Ne? Naja, besser wie Mozartkugel. Ne? Und nach der 1. Mai kommt dann Muttertag. Ne? Und Muttertag ist ja der Tag, wo die Mütter überrascht werden. Erstens weiß ja keiner, dass Muttertag ist. Das ist ja heim. Ne? Und es wird ja auch jedes Jahr anders gemacht. Ne? Bei uns war das früher, wir 3 Kinder und unser Vater machten für die Mutter Frühstück. Denn meine Mutter stand normal 5:30, 6 Uhr als erstes auf. Ne? Aber Muttertag musste die arme Frau bis 10 Uhr auf eine Überraschung warten, dass sie fast verhungert wäre. Und unterdessen machten wir uns ein dilettantisches Team in der Küche zu schaffen. Ne? Mein Vater hatte so viel Ahnung von Haushalt, wie die Väter früher hatten. Ne? Meine Mutter sagt immer, wenn er sie in Butterbrot schmieren muss, ersticht er sich. Ne? Wir Kinder waren dann noch meistens spät nach Hause gekommen. Ne? Aufstehen, wir wollen die Mama überraschen. Ja, noch lauter, da ist sie noch mehr überrascht. Wo ist denn der Kaffee? Der stand doch voriges Jahr hier. Die weiß doch, dass wir sie überraschen wollen. Ich finde doch keine Eierkocher. Da setzt das Ei roh drin, da ist überrascht, dass es nicht gekocht ist. Und das Beste war, die Mütter wohnten ja zu Hause. Ne? Und wenn die dann die Treppe runterkamen, musstest du tun, als ob in der Hollywood-Stadt die Treppe runterkäme. Mutter, du hier?
Da hätten wir ja nie mit gerechnet. Bleib mal in der Treppe stehen, ich hab für dich ein Gedicht geschrieben. Sonst tut das nicht. Liebe Mutter, da auf der Treppe. Ich muss auch lachen, aber ich kenne es schon. Ne? Ich schicke dir heute keine WhatsApp. Ich schicke dir heute auch kein SMS. Du hast auch heute keinen Stress. Wir machen für dich, du liebe Mutter, Frühstück mit Brötchen, Wurst und Butter. Und als Geschenk, du wirst schon sehen, Parfüm von 4710. Ja, sonst reimt es sich ja nicht, ne? Und weniger überraschend war der Verlauf vom Vatertag. Ne? Das war ja auch Christi Himmelfahrt. Ne? Weil wenn du um 9 Uhr losziehst mit dem Flasch Maria Kron bis um 11 Uhr in der Himmel. Ne? Komm, Vater, fährst du mit, komm. So. 1, 2, wumm. Da drin kriegen wir immer, aber gestern habe ich mit der Bollerware eine Alzerfizone. Ne? Vater ist der beste Kunde im Lokal. Er hört jede Nacht auf der Theke wach. Hat er wird auch viele Gäste. Alle! Der wird auch viele Gäste. Vater ist der Beste. Jede. Es muss aber eigentlich heißen, Harald ist der Beste, ne? Wir machen dieses Jahr zusammen 20 Jahre Kabarett, ne? Für mich ist er der beste Musiker Deutschlands, ne? Also nicht musikalisch, aber der kann küssen. Und das war ja früher so Vatertag. Meine Schwiegervater ging immer mit seinen Schwagern. Ne? Die gingen jeden 10 Uhr und die kamen dann um 1 Uhr völlig verändert nach Haus. Ne, die hatten dann eine Himmelfahrt hinter sich. Und einmal hat jeder 2 halbe Hähnchen für sich mitgebracht. Ne? Was sie dann damit gemacht haben, weiß ich nicht. Na, Essen sah nicht aus. Anfangs sah es so aus, als wenn sie wieder zusammenbauen wollten. Und wie sie sie dann hochgeworfen haben, haben sie gesehen, dass die Tiere tot waren. Ne? Und dem seine Schwager, der Onkel Reinhard, für den war immer der Höhepunkt vom Vatertag, der ging dann also angeheitert nach seinen Schwiegereltern, klingelte da, ging dann in die Wohnung rein, bis in das Badezimmer, setzte sich trocken in die Bütt, nahm der Brausekopf und sagte, ein Taxi zum Ostring 6, bitte. Etwas gesitteter jedet von Leichnam zu, wobei man sagen muss, im Rheinland hat das immer ein bisschen von der Zuckt. Ne? Das merkst du schon, wenn du die Prozession gucken gehst, ne? Da kommen immer welche und sagen, hier stehen wir. Da haben auch Fäusja gestanden. So, da hätte doch von Fäusja da stehen bleiben müssen. Ne, die Redewendungen sind dasselbe. Ne? Ah, da kommen sie, ich höre schon die Musik. Sind wohl wenig Waren dabei. Ja, man muss es kennen. Ne? Seitdem ich mit meiner Frau mit 2 Aldi-Tüten an der von Leichhaus-Prozession.
viel gefangen haben wir nicht. Denn wo kein Brückentare sind, macht man sie sich. Ne? Es gibt eigentlich immer Grillzeug und Alkohol, das klingt aber zu plump. Ne? Wenn ihr es auf die Plakette schreibt, Grillen und Alkohol. Ne? Dafür nennt man das dann Sportwoche, Pfingstturnier, Handwerkermarkt. Da gehst du pro forma ein paar Tonvasen vorbei. Ne? Und was immer auf die Feste ist, das ist Bonverkauf. Ne? Bargeldlose Zahlweise, ne? Bons oder Wertmarken. Und ihr wisst von euch selbst, die Bons von voriges Jahr tun es nicht mehr. Und die von anderen Vereinen kannst du noch nicht unterjubeln. Und das Beste ist dann, wenn die Kinder mitgehen. Unsere Kindergeneration heute ist ja digitalisiert. Ne? Die haben dann Switch, 3DS und was weiß Nintendo und so weiter, PC. Und dann sehen die, wie Erwachsene rechnen. Ne? Da ist die Bonleiste, die Rechenleiste. Ne? Ein Bon, 60 Cent. Zwei Bons, 2 × 60 Cent. Dabei kannst du im Kopf rechnen, dass 4 Bons 4,10 € sind. Ne? Und was du früher an den Brückentare auch immer machen musstest, das war furchtbar. Das wurde aber ganz harmlos angekündigt. Heute machen wir eine schöne Spaziergang. Da warst du als Kind begeistert, ne? Da gingst du 5, 6 Kilometer nach der Verwandtschaft. Ne? Heute würdest du daran Powerwalking sagen. Jeder trug die besten Sachen, die Sonntagssachen, ne? Und die teuersten und engsten Schuhe. Ne? Die Kinder kriegten dafür neue Schuhe, das war ganz fies. Ne? Wenn du was sagtest, die Schuhe drücken. Ja, Schuhe, die drücken, beißen nicht. Ne? Der Weg ist das Ziel. Ne? Wenn wir dann ankamen bei der Tante und ich hatte Füße voll Blasen, ne? Da dachte ich wieder an die kleinen grünen Heftchen. Ne? Am Abend klang es lange noch, Salamander lebe hoch. Ne? Stell los, hier kriechen, ich hätte noch Hals rumgedreht. Ne? Und du durfst doch nichts sagen unterwegs. Ne? Wenn du sagtest, ich habe Hunger. Ja, du hast gestern was gegessen. Ich muss mal Pipi. Ja, gleich. Ne? Die Erwachsenen, die hielten sich nicht dran. Ne? Mein Vater stellte sie einfach an einen Baum. Ne? Und für meine Mutter wurde dann so ein Revier abgesteckt. Ne? Die sagte dann, Willi, meinst du, hier kann ich? Ne? Und dann ging der das ab und schnüffelte überall. Ne, dann setzte sich ich da auf einmal. Jetzt hatte Mama sich verpisst. Ne? Ich meine, ich kenne das selber auch, wenn ich an einem Programm arbeite, so Ideen sammle. Ne? Noch nichts so in Fassung, sondern nur Ideen sammle. Vielleicht kennt ihr das Wort noch von früher, nachdenken. Heute heißt das Brainstorming. Ne? Ich gehe dafür immer in den Wald und da storme ich mit meinem Brain durch die Bäume. Dann da kam eine Frau aus dem Gebüsch. Ne? Ich hatte nichts zu schreiben. Ich sage, Entschuldigung, haben Sie ein Blatt Papier? Nee, sagt sie, ich habe selbst Gras genommen. Und ein andermal kam eine Frau aus dem Gebüsch und sagte zu mir, haben Sie ein Blatt Papier? Ich sage, nur lassen Sie bitte liegen. Da können Sie sowieso nichts mehr mit tun. Ne? Das wäre doch Küttelei. Ne? Und dann kam er bei den Verwandten an
Wir Kinder wurden direkt darauf geschickt. Ne? Da wurde gesagt, was wir uns unterhalten, ist ja nicht so interessant. Ne? Und heute, wo ich selber groß bin, weiß ich, dass das gelogen war. Ne? Die Erwachsenen, die unterhielten sich dann, die tranken, die rauchten und aßen. Ne? Wie ist es noch, Irmjach, gesundheitlich? Ach, eigentlich gut. Ich habe ja nur mit den Zähnen. Ne? Ich habe hier hinken gegangen. Ich kriege aber jetzt 2 Implantate. Da darf ich aber 2 Tage nicht sprechen. Und was machst du dann, Helmut? Ich kaufe mir 2 Kästen Bier und sage alles, was ich 30 Jahre nicht sagen darf. Ich mache jetzt dienstags immer Tai Chi. Ja, ich habe lieber Bratkartoffeln. Ne, und einer, der kam ja nicht mit der Brückentare klar, das war der Peter Maffay. Ich kann die Stimme nicht nachmachen, das ist ja ein ganz toller Sänger. Ich kann nur so die Mimik ein bisschen nachmachen. Er guckt ja immer so ein bisschen, ne? So, wenn er sagen wollte, muss ich jetzt hier singen, ne? Ich würde lieber auf der Couch liegen, ne? Oder so der typische Hausfrauenblick, ne? Jetzt habe ich gerade die Fenster gewaschen, jetzt fängt er dann zu regnen, ne? Manchmal hab ich schon am Montag keine Lust. Manchmal packt mich schon am Dienstag große Frust. Mittwochs bin ich ohne Rast und Ruh. Donnerstags nur mit Terminen zu. Früher aß man Freitag statt dem Fleisch nur Fisch. Samstags kam dann immer ein Topf auf den Tisch. Sonntags war man von der Woche ganz schwach und man freut sich auf den Feiertag. Über 7 Brücken musst du gehen und der Woch bis Mittwoch überstehen. Aber Donnerstag steht alles still. Dann wirst du die Kohlen auf der Grill. Über 7 Brücken musst du gehen und die Woche bis Mittwoch überstehen. Aber Donnerstag steht alles still. Dann wirfst du die Kohlen auf dein Reh. Dankeschön. Dankeschön.